Spanien erlebt den heißesten Frühling seit Jahren. Friedenskundgebungen im ganzen Land. Hunderttausende sind aus Protest gegen den Kurs der Regierung durch die Straßen gezogen. Die Ablehnung des Irakkriegs eint Spanier aller Altersgruppen. Eltern und Kinder entdecken politische Gemeinsamkeiten. Bis jetzt waren meine Töchter unpolitisch und werden es wohl auch in Zukunft sein. Aber dieser Krieg hat sie mobilisiert. In keinem anderen europäischen Land schlägt die Welle der Ablehnung gegen den Irakkrieg so hoch wie in Spanien. Rowdies haben sich unter die Pazifisten gemischt, eine explosive Mischung. Übergriffe der Polizei sind keine Seltenheit. Erinnerungen an die Franco-Diktatur werden wach. Noch ist Aznar in seiner Partei unumstritten. Keiner der Abgeordneten wagt öffentliche Kritik am Kriegseifer des Obmanns. Bei den Abstimmungen über den Irakkrieg steht die Partei geschlossen hinter José María Aznar. Der Journalist Hermann Tertsch, Sohn eines österreichischen Diplomaten, zählt zu den einflussreichsten Kolumnisten Spaniens. Ich habe mit Aznar auch darüber gesprochen, über diesen Krieg. Ich bin fest überzeugt, dass er aus Überzeugung handelt und dass er auch in Sicht hat, nicht wahr, dass Spanien nur in Bezug auf, wenn die Beziehung immer im Schlepptau zu Frankreich und zu Deutschland ginge, Spanien nicht die Rolle haben würde, die er sich eigentlich für Spanien wünscht. Aznar auf der Suche nach Spaniens vergangener Größe. Er will sein Vaterland in den Kreis der Großmächte zurückführen. Die Bündnistreue zu den USA soll Spanien zu mehr Geltung auf der internationalen Bühne verhelfen. Der Opposition ist der Preis dafür, die Zustimmung zum Irakfeldzug zu hoch. Aznars Kontrahenten zeigen sich geschlossen wie noch nie. Von links bis rechts im parlamentarischen Bogen hagelt es Kritik. Sie haben von einem sauberen Krieg gesprochen, der das Regime von Saddam Hussein beenden sollte. Dabei sind viele Iraker ums Leben gekommen. Ihre Politik ist gescheitert. Kündigen Sie der Kriegskoalition die Unterstützung auf. Dieser ungerechte Krieg ist eine Schande. Und wenn Ihnen ein Funke politischer Glaubwürdigkeit geblieben ist, holen Sie uns aus diesem Abenteuer heraus. Kein Tag mehr ohne Friedensdemonstrationen. Macht Liebe statt Krieg, der Geist der 60er Jahre, lebt an der Madrider Puerta del Sol wieder auf. Doch die versöhnlichen Bilder vom Kuss-Happening täuschen. Das innenpolitische Klima in Spanien ist vergiftet wie noch nie. Kein Tag vergeht mehr ohne Anschläge gegen Einrichtungen der Regierungspartei. Auch Sprengkörper sind schon zum Einsatz gekommen. Die Regierung sieht hinter den Friedensaktivisten gewaltbereite Schlägertrupps. Natürlich sind viele Worte gefallen, die seit Francos Tod und seit der Transition hier, wo wirklich alle mit allen gesprochen haben und alle versucht haben, den anderen zu verstehen, jetzt kriminalisiert man sich gegenseitig. Wenn Llamazares, der Führer von den Kommunisten, nicht wahr, im Parlament sagt, dass die Mehrheit des Parlaments die Hände voll Blut hätten, nicht wahr, dann ist man wirklich einen Schritt zu weit gegangen. Und dann kriminalisiert man die Regierung und die parlamentarische Mehrheit. Und dann sagen diese jungen Jugendlichen oder jungen Schlägertrupps, sagen, wenn die parlamentarische Mehrheit Mörder oder Komplizen von Mörder sind, warum sollen wir ihre Lokale nicht zerstören oder verbrennen, wie es schon gewesen ist. Mitglieder der Regierungspartei sind freiwillig. Diese Fernsehbilder sollen beweisen, dass namentlich bekannte Oppositionspolitiker an den Ausschreitungen beteiligt waren. Wo kommen wir denn hin, wenn Mitglieder des Partido Popular nicht mehr auf die Straße gehen oder frei sprechen können? Und zu allem Überfluss sollen sie Toleranz gegenüber jenen üben, die ihre Rede- und Bewegungsfreiheit einschränken. Inzwischen hat ein Wahlkampf begonnen. Am 25. Mai stehen Aznar Kommunalwahlen ins Haus, ein Stimmungsbarometer. Obwohl alle Umfragen der Regierungspartei einen Absturz in der Wählergunst vorhersagen, sprüht der Regierungschef vor Optimismus. Die anderen sollen ruhig mit Steinen werfen. Wir wollen Sorge tragen, dass die Spanier Arbeit haben.
Ein deutlicher Hinweis auf Arbeitsplätze, die offenbar im Spiel sind. Mit den USA wird bereits über eine Beteiligung von spanischen Unternehmen am Wiederaufbau im Irak verhandelt. Der Kampf gegen den internationalen Terrorismus brachte Aznar und US-Präsident Bush zusammen. Heute verbindet sie eine enge Freundschaft. Gegen den Willen der Mehrheit der Spanier steht Aznar zu seinem Verbündeten. Er war überzeugt, er ist immer noch überzeugt. Aber natürlich, man kann sehr überzeugt sein, aber wenn man die Macht verliert, taugt die Überzeugung dann ziemlich wenig. Ne? Das Lager der Gegner Aznars gewinnt an Gewicht. Der als Pinochet-Ankläger bekannt gewordene Untersuchungsrichter Baltasar Garzón hat gemeinsam mit seiner Tochter einen leidenschaftlichen Appell gegen den Krieg im Irak verfasst. Der spanische Regierungschef auf der Suche nach seinem Platz in der Weltpolitik. Zum Gruppenfoto auf den Azoren wechselte er schnell den Standort. Sein Schicksal ist seither mit dem Erfolg von Bushs Irakfeldzug verknüpft.